Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Wir sind ja dran, während 40 Tagen uns zu überlegen, wie haben die letzten 24 Stunden von Jesus ausgesehen. Und an dieser Stelle möchte ich alle die, die den Videopodcast schauen, ganz herzlich begrüßen, der Hashtag Jesus-Serie oder die Audio hören, euch auch genau gleich. Wir sind ja voll dran, zu überlegen, wie haben die letzten 24 Stunden ausgesehen mit Jesus. Letzten Sonntag hat Maria erzählt, frei von Schuld. Dort ist es so darum gegangen, Jesus hat gesagt, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann vergesst nicht, was ich euch da habe. Jesus hat auch gesagt, oder Gott hat gesagt, als er den Auszug von Ägypten gemacht hat, nehmt das Passamal, dass ihr nicht vergesst, was ich für euch gemacht habe. Weil er weiss, wir Menschen, du und ich, wir sind ein bisschen vergesslich zwischendurch. Dann kann man jemandem einen Namen sagen, trinken einen Kaffee mit dem, und während dem Kaffee trinken, denke ich, wie hat das schon wieder geheissen? Und ich habe es echt vergessen. Oder ich schaue meine Fotos an von meinen Kindern, 10 Jahre früher, wo sie waren. Dann denke ich so, das waren wirklich meine Kinder. Wirklich? Haben die so ausgesehen? Ich muss mich gar nicht erinnern. Du vergisst so schnell Sachen. Und Jesus weiss das und sagt dir, vergiss es nicht. Du dich daran erinnern, du das Abendmahl nimmst. Und heute geht es darum, nach dem Abendmahl sind sie dann weggegangen in den Garten Gethsemane. Und in diesen 40 Tagen erwarte ich, dass Jesus ganz grosse Wunder tut. Und er plötzlich so in Wunder reinkommt. Ich faste für Wunder, die ich sehe, wo Jesus vielleicht auch dein Leben verändert, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und Rahel, sie ist im ICF Zürich, sie arbeitet dort im Welcome-Team mit. Sie hat Jesus auf eine krasse Art und Weise erlebt. Born and raised on Long Island. New York is crazy. It's fast and there's a lot of people. When I went to high school, my parents started having some problems. My mom had started to go to a gym and she met a guy there who was a Scientologist. And he introduced my family into that. And they were searching. They were ready to accept anything, I think. So they tried this out and it just put us through a terrible, terrible time. But the guy who introduced my mom to Scientology, she left with him to go to South Carolina. When my mom left, I was, it's an indescribable feeling. I was not interested anymore in finding my spirituality. My journey began again when my dad was just relentlessly searching. He was alone, he had just lost his wife. He had this huge responsibility of taking care of his daughter who was in a terrible place at the time. And he knew that he couldn't do it alone. But he knew church was the answer, somehow. He just had it in his spirit. And he invited me to come along. We really were just impacted by the Holy Spirit that was in that room. And then at the end, when the altar call came, you know, I hear my dad next to me crying, and I started crying, and when they asked us to put our hands up, they both went up, and we got saved at the same time, which was amazing. And not long after that, I brought my mom to a Sunday service in South Carolina, and she also responded to the altar call,
and started to follow Jesus. And they have been healed and our family has been restored. And I dread the thought of what my life would be like if I had never met Jesus. Or if my family had never met Jesus. My whole life has changed because of Jesus. And it's the most incredible testimony to really what Jesus can do in the lives of very broken people. Wow, stell dir mal vor, wenn das in den nächsten 40 Tagen, es sind ja nicht mehr ganz 40 Tage, aber wenn das würde in deinem Leben plötzlich passieren, wenn du würdest sagen, du, Jesus hat mein Leben so krass verändert, es ist nicht mehr gleich wie vorher. Etwas hat sich changed, für immer und ewig. Und ich möchte dich einladen auf eine geistliche Reise mit mir. Du kannst ja auf YouVersion kannst du ein Ding herunterladen, die App, und dann kannst du dort eingeben, #Jesus2018. Und dann kannst du jeden Tag, während etwa 10 Minuten, haben die meisten Pastoren vom Movement einen Gedanken geschrieben. Zur Predigt, zur Serie, zu dem Thema, das wir jetzt haben. Du kannst nachlesen, die Bibel nachlesen, die Bibelstelle. Und das bleibt dir nicht wieder vergessen, sondern du kannst das auch mit Freunden teilen, als Small Group. Du kannst sagen, hey, komm mir als Small Group. Wir lesen das miteinander. Du kannst Freunde einladen. Und dann kannst du miteinander austauschen mit Chat. Was hat dir Jesus gesagt? Wo hast du ihn erlebt? Und wie erlebst du solche Sachen, wie er erlebt hat? Wo die Familien sind zusammengekommen, wo eigentlich menschlich gesehen undenkbar ist. Also mach Gebrauch von dem. Lass es ab, es ist für dich gemacht worden und für mich auch. Ich habe auch diese App und ich lese sie wirklich jeden Morgen. Und es ist mega cool und es inspiriert mich selber, für in zwei Tage zu starten. Wie ich vorhin gesagt habe, nach dem Abendmahl ist Jesus mit den Jüngern, das war die nächste Station, in den Garten Gethsemane gegangen. Mit dem Garten Gethsemane hat er ja wie einen Gebetskampf gehabt. Es ist ihm nicht gut gegangen. Er hat dort gemerkt, ich muss mit Gott zusammen sein, ich muss jetzt seine Nähe haben. Vor mir ist die Verurteilung, vor mir liegt das Auspeitschen, vor mir liegt der Gang durch Jerusalem auf Golgatha, vor mir liegt das Kreuz, das ich tragen muss, vor mir liegt die Folterung der krassen Römer, die keine Gnade kennen, vor mir liegt der Tod am Kreuz. Und er wusste, die nächsten 24 Stunden, das wird ein Nightmare. Ich muss zu meinem Vater gehen. Ich muss Kraft tanken. Ich muss nochmal ihn fragen, ist das wirklich die Wille, wo ich das so tun soll? Und er hat seine Crew mitgenommen, seine Jünger, und die engsten drei, der Jakobus, der Petrus oder Johannes, haben gesagt, Jungs, kommt noch ein bisschen weiter in den Garten, geht mit zu mir rein. Jetzt gehe ich noch dorthin und ich bitte euch, betet für mich. Steht zu mir. Seid nicht halbherzig dabei, sondern wache mit mir, betet mit mir. Und der Jakobus erzählt uns jetzt, wie sie das erlebt haben. Jakobus, Jünger Jesu. Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid. So unfassbar leid. Ja, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwertern angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den hohen Priestern und mittendrin Judas,
Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig: Mit einem Kuss verrätst du mich also? Das ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah! 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 Und Jesus sagte: Petrus, steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an. Und er heilte ihn. Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen. Schöne Freunde, du bist im Arsch. Dir geht hundsmiserabel. Und was machen sie? Sie verpennen die Situation. Sie verpennen den Einsatz. Sie sind halbherzig dabei. Das ist der Message-Titel von heute. Frei von Halbherzigkeit. Hast du schon mal für die Freunde gebetet, die in Not ist und gesagt hat, morgen um 3 Uhr anruft und sagt: Hey, ich bin schlecht drauf, mir geht es gar nicht gut. Kannst du für mich beten? Und ich hoffe, du machst nicht Folgendes. Ja, klar, bete ich für dich. Was hast du gesagt? Schlecht? Schlecht geht's? Ja, ist easy. Ja, bete, ja, logisch. Ja, klar. Du fängst an, die Situation zu verschlafen. Du bist halbherzig dabei. Ich habe mir überlegt, wie ist das? Was ist hier ganz genau passiert? Was ist hier abgegangen? Ich glaube, die Jünger haben in diesem Moment nicht gecheckt, dass sie in einem geistlichen Kampf stehen. Sie haben nicht gecheckt, dass es jetzt bei Jesus wirklich um Leben und Tod geht. Sie waren in einem Kampfgebiet drin, ohne zu wissen, ohne zu realisieren, dass da um sie herum ein geistlicher Kampf tobt. Jesus ist in Not, er ringt. Er hat Angst. Er ist verzweifelt. Und seine Freunde unterstützen ihn nicht. Sie sind müde. Verschlafen die Situation, könnte man sagen. Du musst wissen, die engsten Beziehungen, die wir leben, das kann sein der Ehe, es können Freundschaften sein, das sind die Momente, die am härtesten umkämpft sind. Wo der Teufel will reinkommen, rauben, stellen, zerstören. Warum werden so viele Ehen geschieden? Warum gehen so viele Freundschaften in die Brüche? Hast du das Gefühl, das ist einfach, weil man das so ein bisschen auseinanderlebt? Ich glaube, das sind Momente, die hart umkämpft sind, geistlich. Und wenn wir das nicht realisieren, dass wir jetzt eins müssen werden, zusammenstehen und beten, kann es eben sein, dass wir auseinanderleben. Als Andrea und ich letzten Freitag vom Ausland heimgefahren sind, sind wir in den Tunnel gekommen, das Auto verladen. Und als wir den Tunnel gefahren sind, habe ich plötzlich gemerkt, es gibt ein paar Situationen in unserer Ehe, in unserer Familie drinnen, wo ich nicht mehr easy bin darüber. Wo ich merke, das stresst mich, das stört mich. So habe ich gesagt: Andrea, lass uns zusammen eins werden, lass uns zusammen beten, dass diese Situationen jetzt aufhören. Dass diese Situationen jetzt endlich ein für alle Mal geistlich gebrochen werden. Und so sind wir miteinander, ist ja gäbe, der Zug ist ja gefahren, gell? Wir können die Hand hängen, also im Auto können die Hand hängen, meine ich. Und dann haben wir gebetet und wir haben gebetet und wir haben geboten, wir haben Sachen geistlich gebrochen. Und bei mir war es so, wenn du lange im Tunnel bist, ist ja alles schwarz um dich herum.
Und dann habe ich plötzlich das Tunnellicht gesehen. So das Ende vom Tunnel, wo Tunnel am Ende war. Und wie wir dort rausgefahren sind, habe ich persönlich das Gefühl gehabt, jetzt ist geistlich etwas zerbrochen worden. Jetzt haben wir etwas am Kreuz deponiert, wo Jesus jetzt seine Hand über hat. Wo wir geistlich wie einen Durchbruch zusammen erlebt haben. Und darum liebe ich Kirche. Kirche ist ein Ort, wo wir zusammenstehen. Wo wir zusammen beten. Wo wir zusammen ringen. Small Group ist auch so ein Ort, wo ich liebe, herzugehen. Ich weiss, dass die Freunde von mir, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einen Kampf habe, die verschlafen die Situation nicht. Die sind halbherzig dabei. Ja, da bist du schon mal in die Hälfte vom Fußballmatch rausgelaufen. Das ist halbherzig. Gut, wenn meine Mannschaft Leute nicht mehr zu gewinnen ist, dann würde ich auch gehen, ja. Aber ich bin schon am Ende dran gegen Lugano, sie führen, glaube ich, 2-1. Könnte sein. Ich bin voll dabei, obwohl ich dabei bin, verstehst du? Oder halbherzig ist, wenn du ein Studium anfährst und irgendwelche Gründe das plötzlich aufhörst. Oder halbherzig in einer Freundschaft dabei sein. Dann willst du die Beziehung, die hat nicht lang. Also wo sind wir halbherzig dabei? Und wo kann ich meine Anliegen, meine Not teilen? Wo kann ich Freunde einladen, die kommen Klausel? Ich helfe mit dir, mit dem Kampf zu kämpfen. Wo du jetzt gerade am Durchstehen, am Aushalten bist. Und ich werde dich einfach einladen, dass du in eine Small Group gehst. Wenn du in die Kirche gehst. Ich werde dich einladen, dass du regelmässig in die Kirche kommst. Und das ist der Ort, wo wir miteinander beten können, miteinander Leid teilen, miteinander einstehen für Anliegen. Oder bist du eventuell ein U-Boot-Christ? U-Boot-Christ. Das sind die, die ab und zu auftauchen und wieder verschwinden. Kommen wir mal einmal im Monat und dann gehen sie wieder. Oder in Weihnachten kommen sie und dann in der Ostern kommen sie. Die tauchen zwischendurch auf, dann sieht man sie, dann sind sie wieder irgendwo. Ich hoffe, du bist nicht ein U-Boot-Christ. Du sagst, hey, das ist mein Zuhause. Ich gehe in eine Small Group, ich gehe in die Kirche. Und zwar ich gehe regelmässig. Das ist der Ort, wo ich merke, da sind wir zusammen. So nach dem Motto, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ihr seid herausgefordert, nicht halbherzig zu unserem Glauben, im Gebet, im Kampf, wo immer wir sind. Er hat nämlich gesagt in Matthäus 10, 38 bis 39, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ups. Das hören wir nicht gern, gell? Das heisst, das Kreuz auf sich nehmen, Jesus nachzufolgen, heisst zu ihm stehen. Wie Maria letzten Sonntag gesagt hat. Wenn du Jesus nachfolgst, musst du an den Punkt kommen, wo du sagst, ich will die Sünde anfangen hassen. Ich bin nicht easy über die Sünde. Ich bin nicht easy, wenn das oder eins passiert. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. In dieser Situation, in diesem Garten Gethsemane, der wird oft verglichen mit dem Garten Eden. Der Paulus sagt im Korinther 15, Jesus ist der neue Adam. Ich habe das gelesen und dachte, hä? Wieso der neue Adam? Jesus ist Jesus und Adam ist Adam. Und dann habe ich plötzlich gelernt, aha, wir reden von zwei Gärten. Auf dieser Seite der Garten Eden, das Paradies, wo der Adam drin war. Und auf der anderen Seite ist der Garten Gethsemane, wo Jesus drin war. Und was an diesem Garten dann verbockt worden ist, wird in diesem Garten gelöst. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Adam hat im Garten Eden angefangen zu sündigen.
Jesus hat im Garten Gethsemane die Sünde auf sich genommen und sie weggedreht. Der Adam hat im Garten Eden die ganze Menschheit in eine Verurteilung gebracht. Im Garten Gethsemane ist die Verurteilung aufgehoben worden. Durch Jesus. Durch den neuen Adam. Hier werden die Menschen verdammt. Hier werden die Menschen erlöst. In diesem Garten Eden wird Gottes Wort verdreht. Der Teufel kommt zum Adam und sagt ihm: Bist denn du sicher, dass du von keinem Baum Früchte darfst essen? Nicht im Garten Gethsemane, aber ein paar Jahre vorher in der Wüste wird die Versuchung wieder klar hergestellt. Da sagt Jesus: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben. Und er zitiert die Bibel wieder richtig. Im Garten Eden geht die Beziehung zu Gott in Brüche. Es steht nämlich, vorher ist der Adam mit dem Gott, haben sie Abendspaziergänge gemacht mit der Eva zusammen. Wunderbar, Gott ist mit ihnen gewandert. Hey, mega cool, stell dir das mal vor. Gott ist an deiner Seite und die blödeln zusammen, was der Kamel gemacht hat, was der Esel gemacht hat, was der Elefant gemacht hat, was der Krokodil war, was du für ein Problem ist mit deiner Frau, der Frau mit dem Mann. Du bist eng zusammen gewesen, aber plötzlich durch den Sündenfall geht die Beziehung in Bruch. Hier hinten wird die Beziehung wiederhergestellt. Durch Jesus können wir wieder Beziehung zum Vater im Himmel haben. Nachdem Adam und Eva sie rausgeschossen wurden, sagt ihnen Gott: Im Schweißen deines Angesichts sollst du arbeiten. Und im Garten Gethsemane hat Jesus Blut geschwitzt in der Arbeit für unsere Erlösung. Im Garten Eden versucht die Schlange der Teufel und gewinnt dabei. Wo Jesus 40 Jahre in der Wüste war, 40 Tage in der Wüste war, hat er versucht, gegenüber der Schlange widerstehen. Adam hat mit der Eva zusammen die Frucht gegessen, die er nicht sollen. Und Jesus hat während 40 Tagen nichts gegessen. Nur getrunken, damit er die Versuchung widerstehen kann. Durch den Sündenfall von Adam ist Adam aus dem Paradies vertrieben worden und der Teufel ist in dem Moment der Herr der Welt geworden. Im Garten Gethsemane hat Jesus am Tod alle Macht genommen und hat den Teufel vertrieben. Du merkst, es passieren ganz sonderbare Sachen. Was da ist kaputt gegangen, macht Jesus hier wieder ganz. Und der ursprüngliche Schöpfungszustand, den Gott eigentlich vorgestellt hat, mit uns Menschen zu haben, wo wir nicht fertig gebracht haben, sagt Jesus: Freunde, für das bin ich gekommen. Ich habe den Fluch auf und alles, was mit dem zusammen verbunden ist. Ich schenke dir neues Leben. Und Jesus sagt: Ich sterbe für dich. Er macht keine halbherzigen Sachen. Und das begeistert mich ganz persönlich. Ich denke, wow, ist cool. Hey, Jesus nachzufolgen ist nicht schwierig. Sondern er macht ganze Sachen mit uns. Er macht nichts Halbherziges. Und so könnte man sagen, zusammenfassend, in diesem Garten Eden hat der Adam gesagt: Mein Wille geschehe. Und so ist das Chaos in die ganze Welt gekommen.
Im Garten Gethsemane sagt Jesus, dein Wille geschehe. Das kommt alles ins Lot. Stell dir mal vor, wenn wir ein Leben leben würden, wo viel mehr drinnen stehen würde, Gott, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Und nicht mein Wille geschehe, mein Reich komme. Das ist eine Mindset-Frage, die wir hier haben. Hier endet Chaos, endet es im Chaos und hier endet es in einer neuen Perspektive. Interessant zum Schauen ist, wo das passiert ist im Garten Eden und Gott nachher Adam zur Rede gestellt hat, hat Adam gesagt, ja, aber sorry about, also ich habe nichts dafür. Es war im Fall die Eva, die mir dann die Frucht gegeben hat. Und von zudem war es noch die Schlange, die sie dazu verführt hat. Was kann ich da dafür? Er ist nicht zu seinen Fehlern gestanden. Und bei den Jüngern, die sie gefuselt haben, also auch nicht gut gemacht haben, beim zweiten Mal steht in der Bibel, sie haben nichts auf die Anklage von Jesus gesagt. Sie haben nicht versucht, zu rechtfertigen. Und dann lesen wir in der Bibel in der Apostelgeschichte Folgendes. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen, bevor sie wieder freigelassen wurden. Befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Plötzlich haben sie gecheckt, ich muss dieser Halbherzigkeit aufstehen. Und mir ist im Fall vergeben worden. Ich musste mich selber rechtfertigen. Jesus hat sich für mich gerechtfertigt. Und aus dem heraus lese ich, wie es im 1. Petrus selber steht, denn Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Also mit anderen Worten, wenn du immer sagst, mein Wille geschehe, und dann passiert ein Zeichen im Leben, und du sagst, Gott, ich habe im Fall nichts dafür, gell? Es sind die Umstände, und was weiß ich. Und auf dieser Seite sagst du, ja gut, jetzt habe ich wirklich Bockmist gemacht. Das tut mir wirklich leid. Dann wird es plötzlich zu der Realität. Gott widersteht den Stolzen. Gott widersteht am Adam. Aber Jesus, oder uns, die auch demütig vor ihm sind, denen gibt er Gnade. Meine Frage zum Schluss ist, in welchem Garten lebst du? Lebst du im Garten Eden? Oder lebst du im Garten Gethsemane? Es sind zwei verschiedene Gärten. Und in beiden Gärten passieren ganz verrückte, krasse Sachen. Und wo sagst du immer noch in Bereichen von deinem Leben, mein Wille geschehe? Dann lebst du im Garten Eden. Oder du bist hier im Garten Gethsemane und sagst, hey Gott, dein Wille geschehe. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjostichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.